giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro, babbergo la split. Giro giro giro, lo hai na che vince. Giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro. Wir halten uns jetzt zurück, weil wir haben uns taktisch hierfür hier was zurechtgelegt. Okay. Wollen wir dann gleich ein bisschen vorspulen? Ja, ich würde auch gerne noch ein paar Settings machen. Ja, klar. Auch schön, dass Schachmann in die Gruppe geht und Pelayo Sanchez, das ist natürlich sehr, also ja, das, dadurch, dass wir die Original-Startliste haben, ist das Spiel natürlich doch ganz schön realistisch an einigen Stellen. Ja, das macht es halt schon auch aus, dass die Original-Startliste da ist, finde ich. Schon wichtig. So, den beschützen wir hier auch noch. Ach ja, Punktewertung so, wollte also ich gucken. Hat denn Milan Punkte geholt? Nee, hat er nicht. Damit bleibt Jakobs mit einem Punkt vorne. Lustig. Ja, stimmt. Also ich gebe jetzt natürlich, also muss ich jetzt auch sagen, ich glaube, ich gebe diese Punktewertungssache auf. Aber ich jetzt lieber auf. In echt hat es Bariani auch so gemacht. Da sind sie doch auch auf die ganzen Wertungen gefahren. Also ja, ihr habt es ja gemacht. Hier mit wem habt ihr das nochmal gemacht? Hier mit Fiorelli. Ja. Also das ist ja durchaus für die Continental-Teams auch einfach gut, sich zu zeigen in der ersten Woche vor allem. Da hat man noch viel Power, um die Wertungen zu fahren. Das hast du auch genauso gemacht. Ja, wobei ich jetzt halt sehe, sehe halt, dass ich hier mit Pozzo Vivo einfach sehr gute Chancen habe auf eine sehr starke Platzierung und deshalb heißt es für mich, dass ich alles auf Pozzo Vivo setze jetzt. Ja. Ich habe aber natürlich noch ein paar taktische Sachen in der Hinterhand, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich einen Pelizzari dann auf einer Bergetappe, die sich besser eignet als die hier, in eine Gruppe schicke. Ich fand jetzt bei der Etappe das nur ein bisschen, ja, mit den langen Flachstücken. Ja, das liegt unseren Fahrern nicht so. Nee, genau. Also ich finde so eine Hammerbergetappe fände ich da spannender und ich habe auch, ja, ich freue mich auf die dritte Woche. Ja, definitiv. Da werde ich auch den einen oder anderen mal in die Gruppe schicken. Eventuell ja dann tatsächlich auch Piganzoli, je nachdem wie dann die Abstände sind, Ja. weil der ist ja schon ein bisschen weiter weg. Also den könnte man schon bald mal reinschicken. Also meine Prognose ist jetzt auch, dass ich mit Pozzo Vivo werde ich nicht Siebter bleiben, sondern ich gehe davon aus, dass ich da so ein bisschen noch zurückgereicht werde. Aber wenn der dann mal 11., 12., 13. ist, kann ich mir schon vorstellen, dass ich den zusammen mit Pelizzari nochmal in eine Gruppe schicke. In der letzten Woche. Also gerade wenn dann so eine Gruppe sich bildet, also ich schaue jetzt gerade hier das Klassement an, ich könnte mir gut vorstellen, dass Plapp, Lutsenko, Uyttebroeks, Rubio so eine Gruppe sich bildet. Ja. Und da würde ich dann Pozzo Vivo definitiv mitschicken und ihn dann, ja, dann vielleicht zusammen mit Pelizzari da irgendwie vielleicht nochmal vorzubringen. Du bist halt aktuell noch zu gut platziert, ich würde sie, glaube ich, nicht wirklich durchlassen. Aktuell keine Chance, ja. aber wenn er so 12. ist. Ja, ja, genau. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass du bis in der letzten Giro-Woche irgendwann mal noch einen richtig schlechten Tag bei so einer Etappe hast und dann wirst du halt auch einiges verlieren. Aber dann kannst du ihn mitschicken und dann glaube ich, haben wir mit unseren beiden Fahrern schon eine Chance, so eine Bergetappe vielleicht sogar noch zu gewinnen. Das wäre natürlich geil. Das wäre das Highlight. Wir haben noch keine Etappensieg, gell? Wir haben mehrere zweite Plätze. Ja, genau. Ah, bitte. Ja, das hätte jetzt bei der letzten Etappe schon klappen können mit Lonardi, aber der hat dann leider, der hätte noch ein bisschen bessere Tagesform gebraucht, dann wäre ich mit ein bisschen Gelb über den Hügel drüber gekommen und dann hätte ich mich wieder aufgeladen bergab und dann hätte ich es gewinnen können. Weil gegen Meschke hätte ich im Sprint eine Chance gehabt. Ja, und ich hatte mit Pozzo Vivo Meschkes, hatte ich mir das Hinterrad ausgesucht und Pozzo Vivo auf Nachsprinten gestellt, aber ja, da ist Pozzo Vivo natürlich. Ja. Übrigens in der Teamwertung ist Bardiani gerade Dritter. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Oh. Spannend. Wir haben 30er Windstärke. Ja. Jetzt geht's gerade. Kaum sagst du es, geht's runter. Aber er ist noch zu früh in der Etappe. Ja. Mit dem Team, ja. Auf der vorherigen Etappe hätten wir Wind gebraucht mit der engen, winkligen Straße und zwischen den Hügeln. Dann wäre es ja noch Da komplett, vier also da wäre es ja noch mehr 40er auseinandergeflogen. Wind von der Seite noch, da Ja. wären wir mit 5 Fahrern angekommen. Aber man muss schon sagen, wenn du jetzt mal die Gesamtwertung anschaust, wir haben Pogacar, Martinez, Thomas. Das ist komplett realistisch aktuell, dass es in echt auf das O'Connor, Podium ist. Vierter auch. Dann O'Connor, Vierter. Gut, Bardet, der ist auf Etappensieg gefahren. Aber auch Storer fährt gut in der Realität. Gut, Caruso ist ein bisschen zurück. Aber an sich, Uijtebroeks das ist fährt. schon sehr ähnlich. Ja, was wir das Problem im PCM haben, ist, dass Tratnik also Tratnik wird aufgrund seines Zeitfahrens stärker eingeschätzt als Uijtebroeks und deshalb ist Tratnik der Jumbo-Kapitän, was natürlich nicht realistisch ist. Fahren die denn auch für Tratnik? Bist du sicher? Nein, nein, im PCM. Achso, ja, ich habe das Gefühl, ja. Also zumindest war es bei meiner Bora-Simulation so. Und ich habe bei uns jetzt auch das Gefühl, dass, also es macht für mich keinen Sinn, dass Uijtebroeks 10 Minuten Rückstand hat hier. Ja, gut, aber ich hab jetzt nicht geguckt, ob der wirklich für Tratnik gefahren ist. Das würde mich mal interessieren. Aber es werden wir noch merken. Ich meine, in der dritten Woche wird Tratnik eh zurückfallen. Also, der wird da nicht vorn bleiben. Ja. Jetzt haben wir wieder 30er Windstärke. So, jetzt geht's auf. Wir sehen schon, UAE dominiert das Ganze wieder. Schön mit dem 7 ganzen Minuten Zug. für die Gruppe. Das ist natürlich jetzt schon, wen haben wir denn da in der Gruppe vorne? Also kein Gesamtwertungsfahrer. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gruppe Chancen hat. Und dann ist tatsächlich, ja, Zana ist natürlich stark hier. Kostiu fährt auch sehr, sehr gut. Er ist hier im Bergtrikot unterwegs. Zana fährt in echt auch sehr, sehr starken Giro. Ich Geschke schaue und gerade Schachmann wen. vorne. Geil. Und Van Zevenand, natürlich auch ein Kandidat, wobei das Zug zu hart für ihn sein dürfte. Aber Kostiu, wenn der jetzt hier wieder schön Punkte absahnt, das ist einer hier Also für die die Gruppe kommt Bergwertung. durch, ich lege mich jetzt fest, die hat jetzt schon 8 Minuten, wir bummeln hier hoch. Kann gut sein. Die Gruppe kommt durch. So, jetzt steigt der Puls ein bisschen, jetzt geben sie ein bisschen Gas hier. So, und Vorne wird schon um die Kostiu, Bergwertung naja, Schachmann geschimpft. holt sich die. Schachmann holt sich die Bergwertung. Ja, aber Kostiu holt wieder ein paar Pünktchen. Also der will da drauf fahren auf jeden Fall jetzt. Und wir sehen jetzt hier UAE hält jetzt das Tempo schon höher. Ja. Oh, jetzt ziehen sie richtig an. Attacken gehen, Storer, Martinez, das ist jetzt schon nicht ohne. Die gehen sehr, sehr früh. Wenn sie sich da mal nicht verpokert haben, gut, die haben gleich wieder rausgenommen, weil sie gesehen haben, UAE kommt. Und wenn die so weiterfahren, bin ich mir nicht sicher, ob die Gruppe durchkommt. Storer geht wieder. Wir gehen jetzt ein, richtig. Wir verlieren jetzt Helfer um Helfer. Ja. Aber wir sind noch dabei bei den Top 44, das ist schon mal positiv.
Und bis jetzt halten wir uns da gut. Würde ich auch, wie ich das sehe hier, mit Fabro, Piganzoli. Piganzoli sehr gut positioniert auch, also sehr stark von dir hier. 42 Fahrer noch im Feld. Quintana fällt jetzt gleich zurück. Paris-Peintre fällt Und vorne zurück. attackiert sein Teamkollege Rubio. Fährt auch einen guten Giro. Also in echt. So, Boah, die das Gruppe war hat jetzt noch vier ganz Minuten. wichtig. Okay, die kommt Das durch. war jetzt ganz wichtig. Wir wollten nämlich unbedingt. Ich sehe schon, du musst eine gute Tagesform haben. Neununddreißig Fahrer noch im Feld. Fünf Kilometer noch. Jetzt geht Pogacar. Oh ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt macht die UAE natürlich auch kein Tempo mehr. Das heißt, es wird sich hinten ordentlich ändern. Martinez versucht mitzugehen. Geschke wird eingeholt. So, Tratnik bricht jetzt ein. Uijtebroeks ist noch vorne, also der fährt schon auch für sich selbst. Und der Etappensieg, oh jojo, ja, der geht an Zanna. Aber Pogacar ist da nochmal, also der ist jetzt, einige hat er noch eingeholt, der Pogacar. Ja, wir sehen schon, du hast immer noch einen Helfer dabei, ich natürlich nicht mehr. Meiner kommt da leider nicht mehr mit. Das macht dann schon auch noch einen Unterschied. Der Pellizzari ist halt ein unfassbar guter Helfer, das ist Wahnsinn. Der fehlt mir halt dann schon, der geht mir schon ab. So, jetzt schauen wir uns mal an, wer ist da? Pogacar. Okay, also so schlecht bin ich gar nicht. Nee, du bist Ich komme super. da wirklich gut, ich komme da gut rein. Bist quasi Pellizzari heute Gesamtvierter. mit plus 3 natürlich. Pellizzari heute eine Bank. Ja, aber auch ohne. Der hat halt so gute Werte. Berg 75 ist halt schon sehr, sehr gut für unser Niveau. Der hat ja so viel wie Pozzovivo am Berg. Das ist ja Wahnsinn. Da geht man natürlich schon ein bisschen ab. Mattia Beiss hat es heute gut gemacht. Der kommt jetzt rein, aber der hat halt Berge 71 und ist mein bester Berghelfer quasi gewesen heute. Aber an sich war es gut für uns beide auf jeden Fall. Ich denke auch, also es Sheffield war jetzt verliert auch okay, ordentlich. Pogacar. Ja. Hast du noch Zeit für eine Etappe oder warst du es? Nee, nee, nee. Oh, da könnten welche aus dem Zeitlimit fallen. Boah, war das knapp. Das ganze Gruppetto ist vielleicht ein paar Sekunden vor dem Zeitlimit reingekommen. Krass. Okay. Gut, 36 schauen wir uns das irgendwas. mal an. Ja, das war jetzt für uns. Also ich muss jetzt nochmal sagen, Pogacar, Thomas, Caruso und dann bin ich als Vierter quasi mit Pozzovivo reingekommen. Das war natürlich jetzt super, die Etappe für mich. Ja. Für dich aber auch, weil du ja dann im Prinzip Uijtebrechts Fünfter, O'Connor Woods, Sechster, Siebter, Achter, Neunter. Also du bist ja auch in den Top Ten reingekommen. Ja. Und damit bist du jetzt 15. Ich Siebter. Und ja, mein Vorteil ist es natürlich, dass Pellizzari 19. da ist, was ihn so langsam einen guten Kandidat für Gruppen machen wird. Ja, Pellizzari kannst du wahrscheinlich schon reinschicken. Ich habe jetzt nur noch eins irgendwas Rückstand auf den 10. Das waren schon mal über 4 Minuten, also ich komme auf jeden Fall da deutlich, deutlich näher jetzt. Giro, 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 Giro